Viel Spaß. Ja, kommen wir zum Silikoncase für den iPod Touch der vierten Generation. Hier liegt es neben meinem iPod in der Farbe Orange. Ja, schauen wir uns das Ganze an. Es besteht aus Silikon, wie gesagt, und hier hinten haben wir ein Reifenprofilmuster. Das heißt, wie beim echten Autoreifen oder sonstigem Reifen, haben wir hier dieses Profil und ja, diesen schönen Grip hier, und das soll dazu dienen, dass das wirklich besser auf der Handfläche sitzt. Und ich muss bestätigen, es sitzt perfekt dadurch. Es hat einen tollen Grip dadurch. Es ist hier, wie gesagt, in der Farbe Orange. Es gibt das Ganze noch in sämtlichen anderen Farben. Ihr könnt da gerne mal vorbeischauen auf der Website. Da seht ihr die anderen Farben. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir haben unten freiräumig alles ausgespart. Da haben wir jetzt hier keine Stückelweise oder so. Hier haben wir sämtliche Aussparungen freigebig, wie der 30-Pin-Konnektor und hier auch der Lautsprecher und auch hier der 3,5 mm Klinkenstecker. Kommen wir zurück auf die Rückseite, die mich wirklich sehr fasziniert. Es ist ein sehr günstiges Case, aber man bekommt hier wirklich qualitativ hochwertiges angeboten. Durch dieses Reifenprofil haben wir einen tollen Grip. Alles in allem liegt das wirklich sehr, sehr gut in der Hand und es sieht auch sehr, sehr schön aus. Sämtliche Aussparungen bzw. sämtliche Knöpfe sind hier frei, nicht frei, also die sind abgedeckt, außer die Kamera natürlich, da muss was ausgeschnitten sein. Gucken wir uns das Case mal genauer ein und installieren es. Ich fange bei so welchen Cases immer so an, dass ich den Powerbutton rein tue, dann klippe ich alles erstmal hier um und zu guter Letzt nehmen wir uns hier die Unterseite vor. So, das sitzt dann wirklich bombenfest. Wie gesagt, wir müssen das Ganze hier ummanteln, aber das ist ein bisschen schwer, weil das Ganze wirklich passend genau geschnitten ist. So, einmal drin sitzt der iPod wirklich sehr gut, man sieht es hier. Man hat hier keinerlei Probleme. Die Aussparungen sind freigebig ausgespart natürlich. Hier zuallererst die Kameraaussparung mit dem passenden Mikroausgang. Wir sehen es hier, es ist sehr, sehr gut ausgeschnitten. Das Reifenprofil ergibt ein wirklich tolles Muster zu dem iPod und der Grip ist auch auf der Handfläche da. Links, wie gesagt, die Lautstärkewippe, die nicht freiraumig abgegeben ist, sondern hier durch das ganze Silikon abgetastet ist. Und so hat man einen besseren Grip und die Knöpfe lassen sich meiner Meinung nach etwas besser drücken. Unten 30-Punkt-Konnektor, Lautstärke, Klinkenstecker. Und hier der Lautsprecher freiräumig ausgespart, wie beim Hartschalen-Plastik-Case auch. Vorne natürlich nicht ausgespart, da ist das Ganze frei zugänglich, wie der Powerbutton. Oben haben wir natürlich hier den Powerbutton, der ist wie gesagt wie alle anderen Knöpfe zugemacht worden in diesem Case. Und das sieht wirklich sehr toll aus. Vor allen Dingen der Grip und das Ganze auf der Handfläche fühlt sich einfach toll an. Man hat ein wirklich sehr, sehr schönes Case in der Farbe Orange. Ich finde, Orange passt einfach dazu, zu dem Schwarzen hier. Sieht da sehr, sehr schick aus. Alles in allem bekommt man für wenig Geld ein tolles Case, wirklich ein tolles Silikoncase. Es fängt kaum Staub auf. Ich habe es wirklich sehr, sehr lange getestet und man hat hier wirklich keinen Staub irgendwie oder Staubansammlung oder sonstiges. Das Ganze verfängt gar nicht. Also man sieht, durch dieses Reifenprofilmuster sieht es echt sehr, sehr stylisch aus und es gefällt mir sehr gut. Ja, das war's zu diesem Silikoncase. Schnappen wir uns jetzt mal das Slider-Case für das iPhone der 3GS bzw. 3G und schauen, was es taugt. Ja.